Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und ja, ihr seht, wir haben auf Herausforderungen umgestellt, weil das doch irgendwie komisch war, in der letzten Folge auf Heroisch zu gehen. Ich weiß nicht, ob da wieder irgendwas geändert worden ist, gepatcht worden ist, weil ich ja davor die anderen Videos gehört habe, Heroisch ist keine Hexerei. Ist es eigentlich auch nicht, weil wir hatten doch die Stützpunkte eingenommen auf Heroisch, wir haben Kopfgelder auf Heroisch gemacht und das ging für meine Begriffe ganz gut und jetzt auf einmal tun wir uns so echt schwer, dass das nicht funktioniert. Also, ne? Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Isaac empfängt ein Signal aus dem Untergrund. Das könnte Kajika sein. Also machen wir das jetzt mal auf herausfordernd. Hoffen wir kommen diesmal durch. Jetzt können wir auch ein bisschen flitzen. So, jetzt kommt der Terra. Platz da. Mazda. Ganz unruhig. Füll mal erstmal auf. Geschütz stellen wir mal dahin. Gut. Da drüben, da steht ein Geschütz. Da stehst du. Fick dich, sagt er. Vergiss es. Gut. Da war gar keine mehr. Ach, jetzt müssen wir nachladen. Hat er von selber geschmissen? Wie du bist er denn? Komm, mach mal ein paar Patent. Also jetzt fallen sie ja rum wie Fliegen. Da frage ich mich gerade, also da könnte man ja fast sagen, das Heroische ist ja fast wie legendär, wobei legendär ist halt noch ein Zacken schärfer. Komm auf. Und jetzt auf einmal, ja, ist das so schwach, das andere? Dass das auf einmal... was ist das hier? Handgranaten. Genau. Jetzt auf einmal ist es so easy. Ich sag jetzt mal easy, ne, in Anführungszeichen. Noch sind wir ja nicht an der Stelle, wo wir gestorben sind. So, Geschütz. Hey, bring dich auch um. Ich meine, das Gute ist, die haben ja die Seuche. Man müsste nicht unbedingt ganz runterschießen, ne? Das erspart einen doch schon ein bisschen etwas. So, geschützt. Lassen wir das da oder nehmen wir das gleich wieder mit? Na doch, wir gehen jetzt da hoch, dann stellen wir das woanders hin. Wir können uns von hier an Rand schleichen. Genau, genau. So machen wir es. Haben wir ja vorhin auch gemacht, ne? Wir sollten uns, glaube ich, mal da hinsetzen. Oh, Handgranate fliegt. Ich lebe noch, nicht mehr lange, du hast Seuche. Kajika ist noch auf der Flucht. Täuschen Sie sich nicht. Wir haben ihn vielleicht überrascht, aber jetzt hat er Sie im Visier. Und hier unten hat er die Oberhand. Jetzt hat er uns im Visier. So, ach, die Murmel ist auch weg.
Genau, gut. Ja doch, so weit waren wir schon gewesen beim Heroischen. Genau, wir hatten ja schon den Kontakt zu Kashika aufgebaut. Da hat er ja schon mal Hallo gesagt. Können wir von hier auf schießen? Nö, ne? Und von da aus? Ja doch. Das LMG sitzt schön ruhig in der Hand, habe ich das Gefühl. Die haben alle schön die Seuche. Da ist es gut. Man kann jetzt schön abwarten. Der lässt die Murmel da hinten fallen, weil wir schon getroffen haben. Sind die anderen schon tot? Nee. Zack, zack, zack. Lässt er auch fallen. Wunderbar. Am besten kommt es natürlich, wenn man die gerade denn trifft, wenn sie da aufgeladen werden. Durch. Yay. Wo seid ihr da hinten? Zeigt euch, sonst kommen wir zu euch. Die haben die Seuche auch schon wieder weg, ne? Wie das aussieht. Jetzt alle die Seuche? Nee, noch nicht. Ey, was schießt du? Triffst du mich? Du bist ja doof. Ah, Terra, ein weiter, komm. So, und du? Gut. Warum wird er mir noch mal angezeigt da unten? Ah, da ist noch eine. Gut. Laut Isaac gibt es in der Nähe einen Kontrollraum. Dort kann man bestimmt das Entwässerungssystem einschalten. Laut Isaac? Ja, so weit sind wir ja bei Heroe schon gewesen. Ich glaube, in der Mission, da war hier auch schon die erste Schockfalle aufgebaut gewesen, ne? Wenn ich mich so recht erinnere. Aber Terra, wenn du dich mal erinnerst, ne, dann ist mal so eine Frage. Alter Mann, hat auch schon langsam Gedächtnisprobleme? Nein, nein. So schlimm ist es denn doch noch nicht. Ja, ihr seht, ich habe hier einen neuen Helm. Den Feuerwehrhelm. Hab ganz nebenbei da, wo wir in Mission gelaufen sind im Clan. Für den Feuerman. Spezialisten haben wir da. Wurde das freigeschaltet? Warum auch nicht? Hatten wir jetzt was verpasst da oben? Moment. Ach nee, jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück. Ne? Brauchten wir den Schlüssel oder haben wir den immer noch? Eieiei. Ich weiß gar nicht, wozu der Schlüssel überhaupt war. So, jetzt wird es interessant. Geschütz. Machen wir da hin. Baut die Geschütze auf, das ist natürlich doof. Ist selber da. Festkleben. Gott. Nachladen! Lade nach! Ah, der mit seinen Elektrodingern, die geht mir langsam um. Zeiger! Da kommt nochmal einer mit dem Flammenwerfer. Sehr ungünstig, wo wir hier stehen. Lauf, 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 lauf.
Mann. Ey, komm hierher. Nicht zum Geschütz laufen. Murmel zu mir hier. Besser ist halt auch. Ah, stehe ein bisschen ungünstig hier, ne? Ja, ja. Das habe ich mir geahnt, dass hier jetzt gleich... Oh, wo kommst du her? Erledigen Sie die Cleaners und bleiben Sie dran. Ja, versuchen wir natürlich. Gut, dass dieselbe. Oh. Na? Ich meine, gut, dass die selber in der Schockfalle stehen bleiben. Ich habe einen Geschütz für dich. Das finde ich gar nicht schön. Aber ich lebe noch, aber nicht mehr lange. Komm nach lade nach. Vielleicht geht die Mummel weg. Raus. Da muss man treffen. Den Schwachpunkt. Na komm. So, jetzt komm du an hier. Gut. Kajika ist jetzt im Tunnel. Bleiben Sie dran, Agent. Bald gehen ihm die Fluchtwege aus. Ja, ja, bald. So. Testi. Oh. Lauf, mein Freund. Lauf. Forest. Einreißen. Boom. So, wenn natürlich wieder... Hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt in der Mission, ne? Da kamen auf einmal die abtrünnigen Agenten. Kajika fasst zahlreiche Vibrationen. Vorsicht, Agent. Die Cleaners bohren Tunnel hier unten. Sie müssen an ihren Bohrer rankommen. Ich hoffe ja, dass sie die Cleaners wieder, hier die Cleaners halt schon, die abtrünnigen Agenten wieder rausnehmen, weil die sind sowas von nervig. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Und Troppen tun sie auch nur Müll. Kein Kontakt mehr zum Unterstützungsteam. Die Vision muss durchgekommen sein. Haben wir genug Sprit im Tank bis nach Helden? Vielleicht. Dann machen wir weiter. So, wir schauen uns mal noch weiter unten. Nee, weiter hinten ist nichts gut. Die wollen sich bis hierhin durchbohren. Ach, scheiße. So. Ich wusste, die planen etwas Großes. Aber das ist krass. Auffüllen. So, jetzt bin ich gespannt. Musik ist noch normal, also dürfte... Ja, wir haben LMG drin, gut. Passen Sie auf, Agent. Der Tunnel stürzt ein. Ja, ja, der Tunnel stürzt ein. Das ist ja das, was jetzt hier oben mal leuchtet. Warum wollte er jetzt nicht laufen? Der Knabe. Da ist ein Scharfschütze. Aha. Also groß Zeit hat man nicht, ne? Also hier sich aufzuhalten, weil der Tunnel ja einstürzt. Aber das kennt ihr alles. Habt ihr ja sicherlich alle schon mal gespielt. Und wir laden erstmal nach. Noch können wir nachladen. Dann gehen wir aufs Gewehr, um den Scharfschützen da wegzukriegen. Achso, ja, wo sind die Murmeln? Komm. Hallo, mein Freund. Hallo. Ja, das ist jetzt hier, wo die Dinge einstürzen, genau.
Guck raus. Gut. Geschütz mal einpacken. Munition mal ein bisschen generieren hier. Wenn wir von Deckung zu Deckung rücken. Wenn wir ungefähr da sind, hier drinnen, dann kommt, glaube ich, die nächste Welle. War das nicht so? Oder zumindest, wenn wir da sind, irgendwas war da gewesen. Da oben. Ah, okay, dann nehme ich Gewehr. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Oh. Okay, da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet, dass von oben das Ding da kam. Zerstören Sie diesen Bohrer. Gut, jetzt müssen wir da mal durchlaufen. Auf die roten Kreise achten, weil es da von oben runterstürzt, der Tunnel. Heil überlebt. Heil überlebt. Heidi Selassie. Tja, du bist wieder ein Witzbold, Witzbold heute. So, da sind sie. Gut. Treibstofflager entdeckt. Wir müssen den Bohrer lahmlegen. Noch Rhodes, werden wir nicht aufgefüllt. Diesen Bohrer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Aber sehen wir uns das Ding doch mal an. Ist da die Flamme genau, wenn wir jetzt nach da huschen? Gleich getroffen. Das war ja mal gut. Bing! Ist sie auch tot? Schön. So, Murmel, dann komm mal mit. Ist die Murmel hinter uns oder wo ist die wieder? Ach doch, ja doch. Das ist da. Vorsicht, Gas strömt aus. Puh. Okay, Agent, meldet einen Kran, eine Menge Öl und einen Haufen anderes Zeug, das ich nicht kenne. Schöner Bohrkopf. Aber sollte sie auf die Steuerung zugreifen und die Treibstoffvorräte auf den Bohrkopf schütten können, sollte das reichen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie... Da, den Steuerpult sollten wir aktivieren, ne? Kommt das nicht jetzt? Ach nee, der noch nicht. Jetzt muss man überlegen, wo kommen die von da vorne? Wenn wir da drücken, dann kommen sie von da. Ha. Müssen wir... Murmel, die hängt ja wieder irgendwo. Oh, die hängt ja wieder irgendwo fest. Wie immer. Dass die das nicht löst, dass die Murmel überall mit hinkommt, ne? Ja, das ist schon mal ein bisschen. So. Muss nur warten, bis die Murmel wieder da ist. Besser ist das. Jetzt ist die Frage, wo ich ja was geschützt hätte. Ich denke mal. Ja. Terra, wenn du mal denkst, dann denkst du falsch. Ja, hier. Murmel. Tasten. Müssen wir eigentlich jetzt von da kommen, wenn ich mich noch recht erinnere. Entsinne. Naja. Wo ist die Fall? Da. Der Schutz springt auch nicht an. Jetzt mal ein bisschen nach längerer Zeit. Also wenn man das mal erst einmal aktivieren muss. Nachladen. Gut. Aber schon mal, die haben schon mal die Seuche. Das ist schon mal ganz gut. Sterbt, bevor ihr hochkommt. Bitte. Da kommt ein Dicker. Okay, da ist er. Ich
Ich meine, schnell ist er immer noch im Zone. Oh no! Ich darf gar nicht so weit weglaufen. Wir müssen ja beschützen, ne? Oder wie war das? Wo ist der Dicke? Okay, da kommen wohl immer noch welche. Okay. Und hier. Ist natürlich logisch, dass die Mumie jetzt wieder nirgendwo mit hinkommt, ne? Oder? Ach, die war beim Geschütz. Okay. Dann sei sie verziehen. Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Ach, die wollte da drauf schießen. Das wäre ja fast in die Büchse gegangen, wa? So. Ich sag mal, wir stellen das Geschütz jetzt hier rauf. Ob es richtig ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Ich glaube, jetzt fährt es weiter, ne, oder? Lass uns mal hier hinsetzen. Gut. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Ich will dann noch was anticken. Sind wir hier fertig? Fast. Elchen, stellen Sie sicher, dass der Bohrer kaputt ist. Das Pult benutzen. Dann schaut der ja hier richtig komplett falsch. Okay. Jetzt müssen wir da mal rüberlaufen. Das einsammeln. Weil ich jetzt nicht weiß. Na komm, bleib nicht so hängen. Dass der immer so stehen bleibt, wenn er mal ein bisschen schneller die Treppen runterläuft. Kann sein, dass wir natürlich auch wieder hier nochmal zurück müssen. Aber ich eigentlich nicht, ne? Oder? Hier ist der Bohrkopf. Der wird dann ja gesprengt, ne? Ach, falsche Taste. So. Boom. Gute Arbeit. Aber das Letzte, was wir brauchen, ist eine Horde Cleaners, die sich das Zeug holt, wenn sie weg sind. Wir haben schon so viele Leute verloren. Hätten sie Haven geknackt, bliebe uns nichts mehr zu retten. Jetzt zurück zu Kajika. Isaac erfasst Bewegungen in den Tunneln vor ihnen. So, na denn. FFN. Mit dieser heimlichen Radiowerbung. Nein, nein. Ich höre nicht FFN. Ich höre Ostseewelle, wenn schon, denn schon. Regionaler Radiosender. Kommen wir niemals mit. Ah, bleibt ihr dahinter stehen. Auch lustig. Hier war da auch noch mal eine Kiste. Ich glaube, wir müssen erst hier hoch und dann war da eine Kiste. Die Zerstörung des Bohrers war ein Anfang. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will mich nicht jedes Mal beim Pinkeln umschauen müssen. Wenn Kajika entkommt, wird er uns jagen. Kein Druck, Agent. Beim Pinkeln umschauen müssen. Muss er doch nicht. Er hat auch uns. Nö. So, Munition auffüllen. Da ist noch mal ein Medipack. Aber Medipack brauchen wir nicht, ne? Ist Medipack? Ja. So, machen wir mal. Mummel nicht werfen. Ach, Terra. Ich meine, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich benutze schon. Ich drücke schon doppelt meine Taste dafür. So. Komm, machen wir da hin. Dicke, ne? Ja, 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 ja. Gut. Ganz so weit will ich auch nicht. Oh. Echt jetzt? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon alles war. Ich denke mal, da kommt gleich noch was. Also
Mir war so, als wenn in einer Mission hier oben noch welche gekommen sind. Okay, Geschütz weg. Ja, das dauert mir ein bisschen wieder länger. Da muss man halt auch ein bisschen Zeit mitbringen. Okay, hier ist nichts. Die Chinas haben wohl mehr Kontrolle über die Stadt, als wir dachten. Hatten, Kerzo. Ohne den Bohrer haben sie echte Probleme bei ihren Operationen. Ich hoffe, du hast recht. Das Einzige, worum wir uns im Augenblick Sorgen machen müssen, ist Kajika. Nichts zum Aufsammeln, okay. Ach nee, wir müssen ja hier lang. Von da sind wir ja gerade gekommen. Oben hängt wieder irgendwo fest. Ist natürlich klar, ne? Wie immer. Ich sag ja, das ist manchmal richtig nervig. Also, gerade wenn man da irgendwo hinlaufen will. Schnell von A nach B, dann bleibt es meistens hängen. Oder lässt der andere wieder mit der Drohne fliegen. Laut Zeichen. Rabam, rabam, babam, wo bist du? Gut, mach gleich Peng. Wo ist da hinten? Okay. Ach, das Geschütz ist das, ne? Oder? Ah. Ach ja, nee, ist klar. So, wir kommen mal zu dir hier, mein Freund. Nein, du bist nicht mein Freund. Du bist mein Freund. So. Ja. So, denn. Das Rohr müssen wir balancieren. Meinst du? Ja, Moment, wir machen dich wieder weg. Besser ist das. Bevor wir irgendwo reinstürmen und die Murmel nicht hinterhergekommen ist. Ja, nun stellt mal vor, ihr müsstet noch selber ausbalancieren, um nicht runterzufallen. Das Gute ist, das geht ja dir zum Glück nicht. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind wir hier schon am Ende angekommen, am Endfight. Und das wird lustig werden. Auf alle Fälle. So, nachladen. Murmel. Tür auf. Warnung, keine Neustartzone. Hier hinter der Tür. Hier ist noch alles gut. Aber hinter der Tür geht's los. Na, ah, drückt die Daumen. Gut, wir sind jetzt nicht auf Heroisch unterwegs, aber trotzdem, ist es hier knifflig? Ihr habt eure Wahl getroffen. Ja. Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Genau. Schalten Sie den Mistkerl aus. Gehen wir gleich hier hin. Eingehende Feindkommunikation. Geschütz, mein Kampf galt niemals der Division. Ah, ihr hättet nicht mitmachen können. Stattdessen dient ihr den Verrätern, die uns krepieren ließen. Kajika will sie zu einer Reaktion provozieren. Gehen Sie nicht darauf ein. Genau, lass mal da fallen. Nachladen. Moment, ist mitgekommen. Agent braucht Verstärkung. Mach viel noch mal nach. Sicher, sicher. Das verseuchen hier die ganzen Jungs. Vor allen Dingen. So. Da oben steht doch gleich wieder ein Geschütz, oder? Nachladen. Besser. So.
irgendwann taucht er ja da gleich auf, ne? War das nicht so? So. Da ist er. Da taucht er auf. Aber den kriegst du ja nicht niedergestreckt. Nicht jetzt auf einmal. Dann kommen wir gleich, die Dämpfe, ne? War das auch? Ja, so war das auch. Oh, oh. Wenn wir uns nicht gerade groß bewegen, sollte es was werden. Wie gesagt, du kriegst ihn ja nicht runtergeschossen. Das wird dein Ende sein, Agent. Dreht er so ein bisschen durch und verteilt seine Minen. Dampf entdeckt. Sich beeinträchtigt. Dampf und erledigen Sie ihn. Raus aus dem Dampf, genau. Jetzt kommt das Ding mit dem Dampf. Dampf entdeckt. Sich beeinträchtigt. Sich beeinträchtigt. Da hinten ist ein gelber Schalter. Da müssen wir hin. Wasserventil entdeckt. Senken Sie den Wasserventil. Gleich mal nachladen. Hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen hier durch. Warten, bis das Wasser abgesoffen ist. Ticken. Wir müssen hier durch. Komm. Wir gehen hier hin. Die Schütz stellen wir da hin. Natürlich. Oh, natürlich. Ich wollte eigentlich die andere Richtung laufen, aber... Okay. Hey, lauf. Ach, das war ja... Ach nee, brauchen wir nicht. Gut. Gut. Ihr seid doof, lass mich in Ruhe. Dysfunktionen kritisch. Ah! Agent getötet. Och nö. Nicht schon wieder. Wieso schon wieder? Das ist das erste Mal, glaube ich, ne? Momo. Man hat ja auch keine... Oh, Munition müssen wir noch auffüllen. Komm zurück. Komm zurück. Habt eure Wahl getroffen. Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen. Ist natürlich doof. Schalten Sie den Mistkerl aus. Jetzt sollen wir hier durchkommen. Eingehende Feindkommunikation. Mein Kampf galt niemals der Division. Ihr hättet mitmachen können. Stattdessen dient ihr den Verrätern, die uns krepieren ließen. Shizika will sie zu einer Reaktion provozieren. Geht sie nicht darauf ein. Jetzt sind wir natürlich mächtig am Arsch. Mal so behaupten, weil wir hier drinnen hängen und die uns jetzt natürlich hier zudecken können mit ihren Murmeln und uns gar nicht erst rauslassen. Du Drecksding hier. Aber ich glaube, bringt auch gar nichts, nichts kaputt zu schießen, weil die haben ja unendlich. Wir gehen wieder auf die Ecke. Haben wir gerade Glück gehabt. So, Geschütz. Kommt wieder hier hin. Gut. Ja. Aussprechen! Alter. Jetzt müssen wir uns doch wieder zurückziehen. Ach, das ist doof. Komm. Stehen wir halbwegs günstig. Noch sind wir gut. Okay, der Schütz ist weg. Mann, Terror, heute stellst du dich wieder an. Heute ist nicht der Tag. Vielleicht hast du auch schon wieder ganz andere Sachen im Kopf. Du läufst uns nicht. Man muss auf den Rücken achten. Gut. Komm, Geschütz. Da hilft mir da. Siehst du doch. So. Keller bis konzentrieren. Ich sag ja, tricky wird's nachher, wenn hier die Passage ist, wenn wir da hinten rumlaufen. Ja, gerade. Bis da hinten. Da den richtigen Weg finden, wo man sich am besten versteckt, ohne dass da... Spuren sind... Brandbomben.
Plan. La 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 la. Da, da. So, jetzt kommt Kashika. Du ist er. Der Kleine. Hey, ich kann auch werfen. Komm mal runter hier, du. Wie gesagt, du bist ja nicht runtergeballert. Auch wenn du gerne möchtest. Man kann es versuchen, aber... Das wird nichts. Komm, bleib mal nach. Bis zu einem gewissen Punkt geht er runter und dann ist vorbei. Seht ihr das? Also erschießen kriegst du nicht. Dampf entdeckt. Sicht beeinträchtigt. Raus aus dem Dampf und erledigen Sie ihn. Raus aus dem Dampf, ja. Wie gesagt, ihr könnt ihn komplett Dampf runterschießen. Entdeckt. Aber er steht beeinträchtigt. Wäre ja auch schade, ne? Wenn es gehen würde, dann würde ja was fehlen. Entdeckt. Aber hätte ich gut gefunden. Agent, senken Sie den Wasserpegel. Wenn es gegangen wäre. Wir müssen aus dem Dampf raus. Halt mal ein bisschen antickern wieder. So, hier, durch. Komm. Jetzt gehen wir auch wirklich hier hin wieder. Das Geschütz. Der Kashika mischt ja hier auch noch seine Sachen mit. Ganz ruhig, der war nicht so eilig. Da ist noch einer. Halt's alle im Auge. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Ich dachte, du wärst tot. Ja, dachte ich auch, dass du ja schon tot bist. Da ist der Kashika. Ja. Komm hier durch. Gut. Lass auf uns zukommen. Lass uns auf uns zukommen. Wenn wir uns nicht bewegen, sollte das eigentlich hinhauen, dass wir... ja, na klar. Wie viele Medipacks haben wir noch? 3. Oh Mann. Lass mal da hinten fallen. Bei deinen Freunden. Die können brennen. So, so ist gut. Alter Falter, alter Falter. Ist ja weg, das Ding, aber wie gesagt. Kashika ist da. Muss nachladen. Hat du mein Geschütz kaputt gemacht? Sieht so aus, ne? Ja. Magazin ist klein, das ist gut. Jetzt ist nur noch der Kashika da eigentlich, ne? Erstmal. Und ja, wie gesagt, das ist hier Munitionsverschwendung, wenn man auf ihn schießen will. Aber wir können ja Munition regenerieren. Aber hier unten gibt es auch nochmal Munition. Mehr her zum Einsammeln. Da liegt natürlich wieder alles so schön hin. Komm, nehmen wir das Geschütz mal weg. Wir bauen das mal woanders hin.
Achso, als dann hier auch nochmal ein Dicker runterkam. Das Munition einsammeln auch gleichzeitig. Wir müssen ihn, glaube ich, wieder zu einem gewissen Punkt runterschießen, damit das funktioniert. Mal gucken, geht aber mit dem. Ach, da noch nicht. Hier, die drei wollte ich haben. Lad mal nach. Murmel ist auch gleich weg, oder ist sie schon weg? Wunderbar. So, nehmen wir mal hier Gewehr. Weil wir müssen ja das nächste auslösen, damit er wieder sagt, Dämpfe, Gase. Sie stehen auf der falschen Seite. Meinst du? Sicht beeinträchtigt. Jo, jetzt kommt das wieder. Das ist eine Falle. Raus aus dem Dampf und erledigen Sie ihn. So, der Hebel, der war... War der hier? Ne, der Hebel war unten, ne? Wir müssen runter, genau. Ah, hier, komm, nimm mal mit. Da hat er komisch gesprungen gerade. Da ist der Hebel. Man kann ja auch die Dinger umlaufen. So, wir machen den Murmel. Lassen Sie ihn runter und überlisten Sie ihn. Mal nicht die Dinger kaputt zu machen. Was wir jetzt hier alle wieder so halbwegs runterkommen. Anzutasern. Weil ich glaube, die Dinger, die Elektrodinger, die verschwinden auch mit der Zeit. So, komm, hier, geschützt. Sache, die gehen mit der Zeit kaputt. Du hast die Seuche. Na gut. Die laden immer nach und nach. Lalalala. Hat er uns jetzt echt? Hat er uns jetzt getroffen? Der Drecki-Sacki. Der Drecki-Sacki hat uns getroffen. Oh, na das ist ja toll. Da wollte ich doch gar nicht hin. Eigentlich. Na komm. Du stehst natürlich nicht unter Strom. Da kommen noch welche. Gut. Das sind solche auch gleich, ne? Das ist auch. Ja, okay. Steht die Murmel denn auch unter Strom? Komm, wir laden mal nach. Ja, stellt euch das mal vor, das müssen wir auch für Ruhe spielen. Wäre ja interessant gewesen, aber so wie das gerade war zum Anfang, das war ja schon heftig. Ja, mit dieser Stimulanz zum Kämpfen. Warte mal, komm, wir machen mal den. Oh, jetzt läuft er so doof rum. Wieder hoch. Ah, ganz knapp. Gut. So, jetzt versuchen wir mal. Nee, so schnell kriegen wir nicht. Dahin bewegt. Los, Kachika, komm hier. Und jetzt guckst du mal ein bisschen raus, wenn du darfst. Na, dürfen darf er, ne? Aber er sollte mal rausgucken. Ja, ich kann das auch. Siehst du? Ich kann das auch. Ja, ja, Terra, du Großschnauze. Schön vorbeigeschossen. Hm? Kann ich hier ausschalten? Ach, der kam jetzt von da? Stimulanze, Stimulanze.
Jetzt kommt er runter. Jetzt wird's gefährlich. Lad nach. Gut. War da nicht noch einer? Rhodes, erhalten Sie ein Signal? Leider empfange ich nichts. Shit. Er muss sich hier zeitweise versteckt haben. So. Finden Sie heraus, wo und suchen Sie nach Hinweisen. Das war's, Lars. Okay. Ich meine, war ja auch schon ein bisschen tricky. Also, das Gebiet hier, das Endkampf, der ist eh immer ein bisschen anspruchsvoll, so ein bisschen, sag ich mal. Aber, auf heroisch, ich weiß nicht. Lauf mal. Manchmal läuft er, manchmal nicht. Okay, komm. Jetzt ist die Frage... Kajikas Ziele. Er weiß wirklich, seine Spuren zu verwischen. Fast geschafft. Nee. Deswegen wollte er auch nach Haven. Um seinen Rachefeldzug abzuschließen. Sie waren wirklich eine große Hilfe, Agent. Sehr gut. Ja, weil wir den Schlüssel nicht eingesammelt haben, kommen wir jetzt hier nicht rein. Aber gut. Stört nicht weiter. Ist nicht viel drin. Komm, wir gucken mal rein, wie lange wir jetzt gebraucht haben. 45 Minuten. 46 Minuten. Alles klar, dann mache ich es jetzt kurz und bündig. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und in diesem Sinne sage ich mal, bye bye, euer Terra.